So Freunde, nach etwas Warten ist es wieder soweit. Die 10 jüngsten Ionen kommen jetzt. Aber zu Anfang sei am besten hier noch einmal gesagt, dass ich hier nur offizielle Zahlen nutze und somit die Sannin oder zum Beispiel Minato hier nicht drin sein können, weil es über die einfach überhaupt gar keine Zahlen gibt. Ich denke zwar schon, dass wenn es Zahlen über Minato und die Sannin geben würde, dass sie es hier auch auf diese Liste geschafft hätten. Allerdings gibt es sie nicht und von daher kann ich sie hier einfach nicht reinnehmen. Aber hey, das kann ich halt nicht ändern und deswegen denke ich mal, fangen wir einfach mal an. Platz 10 holt sich Torone, ein damaliger Bodyguard von Danzo, welcher mit seinen giftigen Insekten kämpft. Ionin wurde der Gute mit 19 Jahren. Ich habe immer bei ihm gedacht, dass er halt ein extrem heftiger Gegner ist, einfach nur weil man ihn sozusagen gar nicht berühren kann im Kampf. Einer der damaligen 7 Schwertkämpfer und jetziger Mitsukage holt sich Platz 9. Er wurde mit mindestens 19 Jahren Ionin, weil er in Shippuden Ionin war. Und 19. Dank meinen ultra krassen Kombinationsskills konnte ich das dann auch zusammenfügen. Oh ja, selbst das Millenniums-Puzzle würde mich nur 3 Tage kosten. Ich schätze aber mal, dass er so mit 15 oder 16 Ionin wurde. Ja, einfach nur, weil er ziemlich schüchtern ist, aber trotzdem ein krasser Ficker war. Der nächste Kage lässt nicht lange auf sich warten und somit kommt hier direkt Kurotsushi, die Tsushikage. In? Tsushikagin? Auf jeden Fall habe ich auch hier meine L-Like-Skills rausgeholt und somit wurde sie mit mindestens 18 Jahren Ionin. Sie könnte wohl, denke ich, schon etwas schneller Ionin geworden sein. Ich schätze somit 14, so um den Dreh. Auf jeden Fall holt sie sich hier Platz 8. I rule everything here. Turn to dust! There is no way to fight this genjutsu. Einen etwas größeren Sprung kriegen wir jetzt mit Shisui Uchiha und somit Platz Nummer 7. Da er mit 16 Jahren verstorben ist und da irgendwie auch schon Ionin war, wissen wir halt, dass er auch mindestens da schon mit 16 Jahren Ionin wurde. Ja, auch er wurde höchstwahrscheinlich viel früher Ionin und somit lehne ich mich vielleicht etwas weit aus dem Fenster, aber da ja Itachi immer ein paar Schritte voraus war, denke ich so, dass er zumindest so circa mit 10 bis 11 Jahren Ionin gewesen sein könnte. Der einzige, der hier mit Naruto groß geworden ist und auf der Liste ist, holt sich Platz Nummer 6. Also, was heißt hier groß? Also mit 18 Jahren ist man noch nicht voll ausgewachsen. Und da hatte er halt schon das dringende Bedürfnis, gegen Rosendorn zu springen. Er wurde offiziell mit 15 Jahren Ionin, was ziemlich fleißig war. Ich hätte ihn wirklich zu gerne in Boruto gesehen. Einfach so Chocho raus und ihn rein, das wäre ziemlich geil. Platz 5 geht an Hinoko. Hinokos Geburtsdatum ist zwar nicht bekannt, allerdings ist ihr Alter bekannt und das sollte ja irgendwie schon ein bisschen reichen. Und zwar ist sie 14. Ach, ich sag den Namen gar nichts. Nicht schlimm, sie kommt nur in einem Filler vor und außerdem noch im Shikamaru Hiden in dieser Novelle. Also, wenn sie jemanden nicht kennt, ist halt auch nicht so schlimm. Tja, ich lebe zwar als Marionette, aber ich bin unvollständig, weil mein Inneres immer noch menschlich ist. Ich bin weder Mensch, noch bin ich Marionette.
Hey, unser Rothaar ist auch hier auf diese Liste geschafft. Er hat Sonogakure mit 14 Jahren verlassen und war Jonin, als er Sonogakure verlassen hat. Somit musste er mit spätestens 14 Jahren Jonin geworden sein. Könnte aber natürlich auch schon etwas früher gewesen sein. Ein Charakter, von dem sie ruhig etwas mehr zeigen konnten, weil ich mochte ihn wirklich extrem. Er war sehr intelligent, er war sehr spannend, ziemlich guter Aufbau, ziemlich cooler Charakter. Naja, kann man halt auch nicht haben, was soll's. In der Geneliste hat er sich Platz 7 geholt, in der Schuneliste Platz 3 und hier Platz 4. Kowairo wo kaeru no wa nodo ni futan ga. Ja, hier haben wir wieder unseren Charakter, welcher ziemlich gerne auf jeder Liste mitspielen würde. Und das auch ziemlich gerne in den Top 3. Hier nämlich auch, nämlich auf Platz 3. Kakashi wurde nämlich mit 13 Jahren Jonin. Der hat zwar eine kleine Pause gemacht, nachdem er Genin bzw. Shunin wurde, nach diesem kleinen Rush. Denn da hat er sich bei beiden Plätzen Platz 1 geholt. Also hey, die Pause sei ihm gegönnt. Ich bin nämlich der Beste. Ich werde Madara übertreffen und der ultimative Ninja werden. Denn jetzt kann ich eine Macht erreichen, die sogar noch größer ist als seine damals. Sasuke! Ja, du wirst mir mein Augenlicht wiederbringen, Bruderherz! Platz 2 gibt es für Itachi, denn es hat minimal nicht für Platz 1 gereicht. Einer der talentiertesten Uchiha überhaupt und eigentlich so gesehen, wenn man es streng genommen nimmt, hat er eigentlich nur nicht Platz 1 erreicht, weil das Dorf ihn zurückgehalten hat. Dennoch wurde er schon mit 11 Jahren Jonin. Aber wenn er nicht Platz 1 ist, wenn Kakashi als Titelverteidiger nur Platz 3 ist, wenn die Sannin und Minato nicht mitspielen, wer bleibt dann noch übrig? Was glaubst du, mit wem du es hier zu tun hast? Ich bin Zabuza Momoshi, der Dämon des geheimen Nebels. Damit haben noch nicht einmal fucking Asiaten gerechnet. Zabuza wurde ebenfalls mit 11 Jahren Jonin. Auf der Geneliste Platz 14, auf der Schuneliste Platz 5 und hier Platz 1. Na, der ist die Karriereleiter aber stabil hochgeklettert. Viel mehr gibt es über ihn jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen, weil ich hatte ihn ja schon in den beiden Listen davor. Also von daher, ja, Ende. Joa, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wann genau die jüngsten Kage kommen, weiß ich noch nicht so 100% genau, aber sie werden kommen. Keine Sorge. Das war's jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.